Hallo zusammen, ich habe hier unseren größten Seriekühlschrank für 12 Volt. Also dieser Kühlschrank mit 500 Liter Nutzvolumen läuft auf 12 Volt. Es ist ein ganz einfacher Lagerkühlschrank, nur Tablare drin, mit 50 Kilo Nutzlast pro Tablar. Wir haben hier oben eine Digitalanzeige drin, ein Umluftgebläse für mehr Kühlleistung auf dem Kühlschrank. Diesen Kühlschrank setzen wir ein in Alphütten, Alprestaurants, die mit Solar betrieben werden, oder dann in Imbissfahrzeugen. Wir schauen uns jetzt den Kühlschrank von hinten her an und gehen zur Technik. Ja. Wir sehen hier die Stromaufnahme, die ist jetzt hier 6,6 Ampere. Es ist einer der stärksten Kompressoren von Seccob, 1224 Volt mit organischem Kältemittel. Hier sehen wir noch das Tippenschild, also ein FKS 5440. Wir sehen auch die maximale Stromaufnahme von 120 Watt. Und wir haben vorher hier gesehen, er zieht nur 6,7. Die jetzige Bedarfsleistung, wenn wir höher fahren, höhere Temperaturen, dann geht auch der Strom nach oben. Das ist gewesen von dem größten Seriekühlschrank, den wir fertigen. Ich verlinke euch hier auch einen großen Kühlschrank. Und hier eine Tiefkühltruhe für 12 Volt. Und ein Abo könnt ihr mir ja auch wieder mal da lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.